Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel und den Darky Sword. Ja, heute geht es um die Seagate 1 Tera Expansionsplatte. Davon habe ich mehrere im Gebrauch. Ja, ich brauche ja auch kein großes Unboxing machen. Das ist eine, die habe ich jetzt schon länger liegen und auch schon mal im Gebrauch gehabt. Also viel drin ist da nicht. Da ist eigentlich noch so ein Zettelchen drin. Dann habt ihr hier eure Expansionsplatte mit einem Tera und halt ein Kabel ist noch dabei. Hier läuft zum Beispiel, zeige ich euch, wie man die jetzt an die Xbox anschließt oder halt eben, wenn er die als Reserveplatte oder für unterwegs oder fürs Laptop. Das ist eine USB 3.0 Platte, ja, mit dem typischen 3.0 Anschluss hier zu sehen. Nichts Besonderes. Ich habe so ein Ding auch schon mal auseinandergenommen. Die läuft jetzt in dem Terra Medienserver von den Kindern. Ja, ist halt eine günstige Platte und ja, gibt das eigentlich nicht viel zu sagen. Aber ist völlig ausreichend und vom Preis her, wie gesagt, ich mache jetzt eine kleine Rezession darüber, kann man sich also wirklich nicht beschweren. Die Platten sind zwar jetzt hochgegangen, aber nun gut. Okay, dann gehen wir jetzt mal zur Xbox rüber und ich zeige euch, wie das Ding. Ob das erkannt wird oder nicht. Also an der Xbox läuft die super, kann ich also echt nichts Schlimmes sagen. Ich bin sehr zufrieden, am Rechner auch. Ja, und dann wollen wir jetzt auch nicht lange quatschen und kommen gleich zum Hardware-Check. So, da sind wir bei unserem üblichen Hardware-Check. So, jetzt an die Xbox anschließen. Müsst ihr erst das Kabel hinten an den USB 3.0 verbinden, dann vorne mit dem Anschluss verbinden. Dann fängt die Platte auch schon an zu blinken. Na, und Xbox One sagt gleich externe Laufwerke erkannt. Da ist er bereit. Im Normalfall müsst ihr das dann müsst ihr die Platte noch formatieren und dann geht das dann halt seinen Gang. Na? So, jetzt können wir noch mal auf die Einstellungen hinzu. Da gehen wir dann. Ducky muss erst suchen, ich mache das so selten. Ne? Aber sei mir verziehen heute mal. Auch für einen armen Techniker muss manchmal suchen. So, da sind wir dann auf dem Speicher. Da seht ihr dann halt eben den internen Speicher mit 500 GB und da ist dann auch daneben die Xbox One. Hier kann man die Platte noch umbenennen oder formatieren. Na? Wie man das gerne möchte. Hier wird man dann später noch gefragt, ob man das gute Stück dann alle Spiele drauf installieren will. Hier sehen wir erstmal den Inhalt, ne, was da jetzt so alles drauf ist. Also ich habe das meiste ausgelagert. Ja, und ich, wie gesagt, umbenennen. Jetzt könnte man das rein theoretisch formatieren. Da wird der, wie gesagt, schon nachgefragt. Ne? Und ja, mehr gibt es da eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ist relativ einfach, so eine Platte anzuschicken. Ne? Da kann man dann noch festlegen, standardmäßig auf die interne festlegen. Oder na, in diesem Fall ist es dann ja, die externe Platte, wo ich das gemacht habe. Ja, dann sind wir auch gleich schon hier am Ende des Videos und sehen uns gleich wieder in meiner Zentrale, ne? Zur Nachbesprechung. Ja, so, das war's mit unserem kleinen Ausflug in die Seagate Expansions Plattenwelt. Also man kann die, wie gesagt, auch am Fernseher nutzen. Bloß wenn ihr die, oder am PC, was man damit letztlich macht, ist einem selber überlassen. In diesem Fall ist es halt für die Xbox One gewesen. Und den Speicher auswählen. Es ist auch relativ einfach, das einzurichten an der Xbox. Gesehen, die wird sofort erkannt. Im Neuzustand werdet ihr gefragt, ob ihr die formatieren wollt und dann halt noch, wo ihr die Spiele dann für zukünftig drauf lassen wollt. Ja, also in diesem Fall geht alles auf die externe Festplatte. Und einige Hauptspiele, die ich gerne mal zocke, die sind dann halt auf der internen Festplatte. Ansonsten zu der Platte kann man nur sagen, also sie ist zuverlässig, ich bin da sehr mit zufrieden, es ist mir auch keine kaputt gegangen. Na, mir persönlich nicht, von anderen habe ich das zwar schon mal gehört, aber das kann halt bei jeder Festplatte passieren. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, na, für eine
fest verbaute oder zugemachte Platte ist das in Ordnung. Ich finde die sogar besser als WDs, MyCloud oder was weiß ich. Von mir gibt es dafür 5 Sterne in dieser Rezension, also ich kann mich nicht beklagen. Ich habe noch keinen Ärger mit gehabt. Der Durchlass ist gut, selbst am PC hat man mit USB 3.0 einen super Durchlass. Ich habe so ein Ding auch schon mal aufgemacht und wie gesagt in dem letzten Video in dem Terra verbaut. Na, das geht auch relativ einfach, weil das günstiger ist, sich als eine 2,5 Zoll Terra-Platte zu kaufen. Ja, das war es jetzt hier von meiner Rezession. Na, ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht und war ein bisschen informativ für euch. Wie gesagt, es ist nicht schwer, an der Xbox One eine externe Festplatte anzuschließen und das alles auszupacken. Und mir hat es mal wieder wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns wieder auf meinem Channel. Ich kann die Platte nur, wie gesagt, weiterempfehlen. Und dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen zum nächsten Hardware-Check. Das ist ja mal wieder Klaus. Ja, da kommt wieder der böse Ringer, aber der ist gleich dran. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal zum nächsten Hardware-Check.